Ecapio Podcast Folge 4 über Ernährungssouveränität und Klimagerechtigkeit. Ein Vortrag von Ludwig Rumetzhofer von Via Campesina Österreich. Hallo, mein Name ist Ludwig Rumetzhofer. Ich komme aus Österreich. Ich bin Bauer in Österreich. Ich bewirtschafte gemeinsam mit 5 anderen Personen einen Mischbetrieb, auf dem wir zum einen Mutterkühe haben, zum anderen Ackerbau betreiben. Wir haben auch Gemüsebau seit heuer begonnen, also mit Gemüsebau begonnen, und wir versuchen alles direkt zu vermarkten. Es wird auch Brot gebacken, welches direkt an die Leute in der Umgebung verkauft wird. Neben am Feld stehen, im Gemüsetunnel arbeiten, habe ich auch noch einen Job, wo ich quasi neben den Brötchen, die machen wir ja selbst, aber Geld dazu verdienen. Und zwar ist das bei der österreichischen Berg- und Kleinbäuerinnenvereinigung. Die österreichische Berg- und Kleinbäuerinnenvereinigung wiederum ist eine Mitgliedsorganisation des weltweit und global agierenden bäuerlichen Netzwerks La Via Campesina und setzt sich eben stark für die Interessen der Berg- und Kleinbäuerinnen ein und tritt somit dem, ja, ich würde sagen, seit mindestens 30 Jahren sehr stark grassierenden Dogma des Wachsen oder Weichens in der Landwirtschaft entgegen. Dieses Wachsen oder Weichen führt, wie der Name schon sagt, eben dazu, dass man entweder wächst als bäuerlicher Betrieb oder völlig aus der Produktion rausgeht. Das Rausgehen vieler, vieler Bauern und Bäuerinnen aus der Produktion in den letzten circa 30 Jahren hat auch dazu geführt, dass eine zunehmende Industrialisierung der Landwirtschaft eingetreten ist. Diese Industrialisierung wird bemerkbar oder auch spürbar, zum einen darin, dass die Bauern und Bäuerinnen, die in immer größeren Produktionseinheiten Lebensmittel produzieren, dies natürlich mit großen Maschinen, mit dem Einsatz von Agrochemie, mit oft nicht, ich würde mal sagen, tiergerechten, tiernahen Haltungsmethoden machen, auch um natürlich die Kosten zu senken. Und auch ganz oft eben sich selbst und auch Mitmenschen, die als Erntehelferinnen, oft auch migrantische Erntehelferinnen auf diesen Betrieben arbeiten, ausbeuten. Diese Art von Landwirtschaft haben wir als Bauern und Bäuerinnen, aber auch wir als Bürgerinnen satt. Und daher treten wir dem entschieden entgegen. Wie machen wir das? Was ist unser Konzept? La Via Campesina hat vor einigen Jahren bereits, und zwar 1996, den Begriff der Ernährungssouveränität eingeführt. Der Begriff der Ernährungssouveränität bedeutet, dass Menschen, Gruppen von Menschen, Regionen, Bevölkerungsgruppen auch, ja, Staaten, das Recht haben, die Art und Weise, wie Landwirtschaft betrieben wird, wie Lebensmittel hergestellt werden, aber auch wie diese verteilt werden und unter welchen sozialen Bedingungen dies geschieht, selbst zu bestimmen. Also die Souveränität darüber zu bestimmen, was wir essen wollen. Und darin unterscheidet es sich ganz markant von dem derzeit vorherrschenden Landwirtschafts- und Ernährungsmodell oder auch System, welches nicht die Interessen und Bedürfnisse der Menschen ins Zentrum einer, ja, ich würde mal sagen, einer Agrarpolitik, eines Systems, das Lebensmittel produzieren soll, stellt, sondern die Interessen der Bürger und Bürgerinnen, der Landwirte und Landwirtinnen und natürlich auch der Menschen, die konsumieren, also die das Essen auch verzehren, also wir alle. Das bedeutet einen grundlegenden Wandel, sowohl der Rahmenbedingungen, welche natürlich unser System formen, und darüber hinaus auch die Art und Weise, wie dann Lebensmittel produziert werden. Dies geschieht in 5 Achsen, in 5 Bereichen ganz intensiv. Ernährungssouveränität unterteilt sich, zumindest in der europäischen Definition und europäischen Bewegung für Ernährungssouveränität, in 5 Bereiche. Der erste dieser Bereiche ist oder sind vielmehr die Produktionsmodelle, unter denen Lebensmittel produziert werden. Es gibt, wie gesagt, ein agroindustrielles Produktionsmodell, aber es gibt natürlich auch ein agroökologisches Produktionsmodell, wo zum Beispiel
in Europa der biologische Landbau darunter fallen würde. Ein zweiter Bereich, ein zweites Feld, in dem Ernährungssouveränität sich ganz stark engagiert, ist die Art und Weise, wie Lebensmittel verteilt werden, also die Distribution von Lebensmitteln. Heute ist es so, dass durch die starke Marktmacht von wenigen Lebensmittelgroßhändlern oder auch Supermarktketten die Macht zu bestimmen, welche Produkte in den Regalen landen und somit letztendlich auch bei den Bürgern und Bürgerinnen sehr stark ausgebaut. Also es entscheiden nicht wirklich die Leute, die essen im Supermarkt, weil davor schon eine Auswahl getroffen worden ist, sondern es entscheiden die Händler und Einkäufer der Supermarktfirmen. Und diese entscheiden nicht nach der Prämisse, welches Produkt ist am gesündesten, welches Produkt ist am ökologisch nachhaltigsten, am sozial fairsten produziert worden, sondern es entscheidet, mit welchem Produkt kann ich den höchsten Profit machen. Und dies ist ein weiteres Feld, in dem Ernährungssouveränität sich engagiert und versucht, einen Wandel herbeizuführen. Ein weiteres drittes Feld sind die sozialen Bedingungen, unter denen Lebensmittel produziert werden. Soziale Bedingungen kann heißen, die Art und Weise, wie Frauen in dieses Produktionssystem eingebettet sind, die strukturelle Benachteiligung von Frauen, auch auf Bauernhöfen. Es gibt auch in Europa unzählige Fälle von Gewalt auf Bauernhöfen gegenüber Bäuerinnen, und das muss enden. Genauso aber auch die Art und Weise und die Bedingungen, unter denen migrantische Erntehelferinnen zu arbeiten haben. Diese leider oft ausgebeutet werden. Und auch hier sagen wir ganz entschieden, müssen wir einen Riegel vorschieben und müssen wir einen Wandel herbeiführen. Ein viertes Feld oder das vierte Feld ist das sogenannte Recht auf Gemeingütern. Hier geht es in erster Linie um den Zugang zu den Produktionsmitteln wie Wasser, Boden, also Erde, Saatgut und so weiter. Also Zugang zu Land. Und auch hier erleben wir in den letzten Jahren durch dieses industrielle, sehr stark profitmaximierende oder auf Profitmaximierung ausgerichtete System der Landwirtschaft einen zunehmenden Run auf Ackerflächen, auch besser bekannt als sogenanntes Landgrabbing, was zum einen dazu führt, dass immer mehr und mehr Flächen mit ja, zumindest sehr stark hinterfragungswürdigen Produktionsbedingungen, ich würde mal sagen, gefoltert werden, aber andererseits auch dazu führt, dass das Land für jene, die gerne Landwirtschaft betreiben wollen, vielleicht in einem kleineren, in einem extensiveren Maßstab, knapp wird. Und auch hier müssen wir sagen, müssen wir Konzepte entwickeln, müssen die Rahmenbedingungen verändern, um gerade diesen Menschen auch Zugang zu Land zu ermöglichen. Und die fünfte Achse, die bei Ernährungssouveränität eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, sind Politikfelder. Ich habe jetzt schon ein paar Mal von den Rahmenbedingungen gesprochen, unter welchen wir die anderen Achsen beeinflussen können, unter denen wir einen Wandel im derzeitigen Agrar- und Ernährungssystem herbeiführen können. Und diese Rahmenbedingungen werden in erster Linie durch verschiedenste Formen der Politik, oder nicht der Politik, aber der Politikfelder geprägt. Zum einen gibt es da die gemeinsame Agrarpolitik der EU, welche durch die Förderpolitik, durch diverse Maßnahmen begünstigt oder benachteiligt, Produktionsformen begünstigt oder benachteiligt, Arten der Verteilung begünstigt oder benachteiligt. Und hier müssen wir ganz entschieden dafür eintreten, dass es auch einen radikalen Wandel bei dieser Art von Politik gibt. Oder ein weiteres Beispiel, das sogenannte Freihandelsabkommen zwischen EU und USA, welches drastische Auswirkungen auf die derzeitige europäische, aber auch zum Teil die amerikanische, die US-amerikanische Landwirtschaft hätte. Und wir wirklich ganz, ganz stark um die Existenz von bäuerlichen Betrieben diesseits und jenseits des Atlantik fürchten. So, man könnte sagen, Ernährungssouveränität deckt ein großes, großes Feld ab. Es ist sehr, sehr umfangreich und divers. Aber darin liegt natürlich auch eine große Chance.
Was wir aber auf alle Fälle brauchen, sind viele, 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 viele Menschen, Organisationen und Institutionen, die mit uns gemeinsam, den Bauern und Bäuerinnen, diesen Weg hin zu einem ernährungssouveränen Europa und in weiterer Folge auch einer ernährungssouveränen Welt gestalten. Diese Gestaltung erfolgt bei uns zumindest oder kann erfolgen in der Bewegung für Ernährungssouveränität. Die Bewegung für Ernährungssouveränität hat sich schon mehrmals weltweit getroffen. Oder eigentlich nicht weltweit, sondern sie hat sich einmal getroffen weltweit. Das war 2007 in Mali beim sogenannten Niyeleni-Forum, um zu definieren, was bedeutet Ernährungssouveränität in einem globalen Maßstab. Dort wurde auch festgehalten, dass Ernährungssouveränität, also das Recht, selbst darüber zu entscheiden, wie Lebensmittel produziert werden sollen, nicht auf einem globalen Level getroffen werden können, weil wir in die Regionen gehen müssen, die Leute dort fragen, dann erst können wir die dementsprechenden Maßnahmen setzen, um dorthin zu kommen, um diese Bedürfnisse auch befriedigen zu können. Und daher wurde festgehalten, dass es regionalere, kontinentale Foren braucht. Und 2011 war es dann soweit in Europa, hat in Österreich in Krems das erste europäische Niyeleni-Forum stattgefunden, bei welchem wiederum eben, wie schon gesagt, für den europäischen Kontext festgelegt wurde, gemeinsam von 400 Delegierten aus ungefähr 40 Ländern, 35 bis 40 Ländern Europas, was Ernährungssouveränität für Europa bedeutet, wie dieses realisiert werden könnte, und es wurde ein konkreter Maßnahmenplan ausgearbeitet. Im Anschluss daran gab es dann noch weitere kleinere nationale, regionale Foren, Treffen im Rahmen der Ernährungssouveränität, im Sinne der Ernährungssouveränität, wo noch genauer weitergearbeitet wurde an dieser Vision, an diesem Weg, an diesem Projekt. Und nun ist es wieder soweit. Ende 2016 soll es ein zweites europäisches Forum für Ernährungssouveränität, ein Niyeleni-Forum 2.0, könnte man sagen, geben, welches in Rumänien stattfinden wird. Einerseits, um die osteuropäischen Länder und vor allem auch die Menschen aus den osteuropäischen Ländern stärker mit an Bord zu holen, und andererseits, um die Vision von Ernährungssouveränität für ein gemeinsames Europa wieder zu schärfen. Dazu möchte ich euch alle recht herzlich einladen. Ich möchte euch auch recht herzlich einladen, gemeinsam mit uns an einem radikalen Wandel des momentanen Agrar- und des momentanen Landwirtschafts- und Ernährungssystems zu arbeiten, die Interessen und Bedürfnisse der Menschen und der Bevölkerungen ins Zentrum eines solchen zu stellen und ganz, ganz stark Widerstand gegen ein Agrar- und Ernährungssystem zu leisten, welches die Interessen von profitorientierten transnationalen Konzernen in den Vordergrund rückt. Danke.